Tausende von jungen Menschen beginnen jedes Jahr ihr Medizinstudium mit dem bei manchen seit der Kindheit bestehenden großen Traum, Arzt oder Ärztin zu werden. Ganz zu schweigen von den Zehntausenden, die sich jedes Jahr hoffnungsvoll auf einen Platz bewerben. Manche von ihnen haben bis zu 6 Jahren sogar auf einen gewartet. Dennoch sind laut einer Umfrage des Marburger Bundes Niedersachsen aus dem Jahr 2022 70% der Ärzteschaft mit ihren Arbeitsbedingungen nicht zufrieden. 22% erwägen sogar, ihren Beruf als Arzt oder Ärztin gänzlich aufzugeben. Der Arztberuf droht zum Traumberuf mit albtraumhaften Bedingungen zu werden, sagt Andreas Hammerschmidt vom Marburger Bund. Ich selber habe gerade das 8. Semester meines Medizinstudiums abgeschlossen und über die Jahre haben sich auch bei mir immer mehr Kritikpunkte, ja fast schon Bauchschmerzen angesammelt und damit bin ich nicht allein. Ich würde sagen, die Zeit ist mehr als reif, genau diese Punkte anzusprechen. Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Esther und wie bereits gesagt, bin ich gerade fertig geworden mit dem 8. Semester meines Medizinstudiums. Und auf diesem Kanal geht es rund um das Thema Medizin. Ich poste fast jede Woche Vlogs zu meinem Studiumsalltag, aber auch ein bisschen Lifestyle hier und da. Deswegen, falls du da draußen neu hier bist und Bock drauf hast, dann vergiss nicht zu abonnieren. Bevor wir in das Video eintauchen, wollte ich euch noch kurz eine gewisse Einordnung bieten. Ich wollte nämlich schon seit längerem genau so ein Video drehen und plane auch nach dem Ende meines Studiums, da vielleicht sogar eine ganze Videoreihe zuzumachen. Der Grund, weswegen ich in dem heutigen Video noch nicht auf alle Punkte eingehen kann, auf die ich gerne eingehen wollen würde, ist also zum einen, weil es wahrscheinlich den Rahmen sprengen würde und eher eine Videoreihe benötigen würde. Zum anderen ist es so, dass ich eben das Studium auch noch nicht abgeschlossen habe und ein großer Teil, das praktische Jahr, mir gerade noch fehlt. Und bevor ich die Reihe starte, würde ich gerne erstmal diese Erfahrung gemacht haben, um euch dann auch ein vollständiges Bild geben zu können vom Studium. Ja, und der letzte Grund ist, dass ich einfach gerade mich noch in meinem Studium befinde und ich somit leider nicht die Person bin, die im Zweifelsfall am längeren Hebel sitzt und ich ehrlicherweise, beziehungsweise traurigerweise, manchmal nicht sicher bin, was man wirklich in die Welt raustragen kann, ohne potenziell Problemchen damit zu bekommen. Dementsprechend habe ich mir vorgenommen, sobald ich meine Approbation fest in der Hand habe und mir die keiner mehr wegnehmen kann, zumindest nicht für eine Sache wie ein kritisierendes YouTube-Video, wird da nochmal ausführlich was zu kommen. Nichtsdestotrotz lohnt es sich aber natürlich dran zu bleiben, denn in diesem Video, ich nenne es mal Akt 1, geht es um meine persönlichen negativen Erfahrungen mit dem Studium und über Dinge, die ich gerne vor dem Studium gewusst hätte, bevor ich mich aktiv dafür entscheide. Wir werden also über die rosarote Brille reden und warum sie irgendwann sterben wird. Wir werden das Postphysikumstief diskutieren, was sehr, sehr viele Studis erleben. Es wird um Zukunftsängste gehen und natürlich um ganz, ganz viel Mental Health, was ja letztendlich hinter all diesen Dingen steht. Andere Aspekte wie zum Beispiel die Arbeitsbedingungen, die Lehre, Hierarchien, unbezahlte Praktika und so weiter, das ist alles dann eben Stoff für nach meiner Approbation. Das nur ganz kurz zur Einordnung und dann würde ich sagen, starten wir rein. Die rosarote Brille. Manchmal nenne ich sie auch die Grey's Anatomy Brille. Ich würde mal behaupten, 90% der Studis kennen sie und haben sie zumindest für einen Teil des Studiums auch getragen. Eigentlich beginnt die rosarote Brille schon weit vor dem Studium. Und zwar einfach aufgrund des Hypes, der um das Medizinstudium herum entstanden ist. Das Ganze wird natürlich noch mehr verstärkt durch Medfluencer. Da will ich mich auch selber überhaupt nicht von ausnehmen. Mittlerweile gibt es einfach unglaublich viele Content-Creator, die über das Medizinstudium berichten. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, bevor ich meinen Studienplatz damals hatte, habe auch ich super vielen von diesen klassischen Medfluencer-Accounts auf Instagram gefolgt und retrospektiv muss ich ganz ehrlich sagen, dass zumindest die Accounts, denen ich damals gefolgt bin, die ich jetzt hier auch nicht nennen werde, schon teilweise relativ einseitig über das Medizinstudium berichtet haben, wodurch einfach dieser Hype bzw. die Idealisierung des Studiums für mich zumindest noch weiter verstärkt wurde. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Es kann sehr gut sein, dass mittlerweile diese Accounts ganz anders berichten, beziehungsweise dass es auch neue Accounts gibt, die ein realistischeres Bild des Medizinstudiums übermitteln. Auch das versuche ich in meinen Vlogs immer mal wieder zu machen, besonders seit der Klinik, seitdem eben auch meine rosarote Brille gestorben ist. Dazu kommen natürlich auch noch klassische Medien. Es gibt unfassbar viele Arztserien, Grey's Anatomy allen vorneweg.
Und natürlich auch einfach die Tatsache, dass ganz, ganz viele Studis jahrelang auf diesen Medizinstudienplatz warten. Und wir alle wissen, dass je unerreichbarer etwas erscheint, je länger man auf etwas hinarbeitet, desto mehr will man es haben. Und ich glaube, dass das eben dazu führt, dass diese rosarote Brille immer stabiler und stabiler wird über die Zeit. Und dass sie vor allem auch zunächst zumindest von den Strapazen der Vorklinik nicht gebrochen wird. Das Ding ist also quasi ein Überlebenskünstler, muss man wirklich so sagen. Was beinhaltet diese rosarote Brille? Warum haben wir sie überhaupt auf? Ich glaube, viele von uns haben eben, wie gesagt, dieses idealisierende Grey's Anatomy-Bild des Arztberufes im Kopf. Und zwar, dass es sich um einen tollen Beruf handelt, bei dem man sehr, sehr viel Anerkennung bekommt. Es bringt in vielen Fällen ein relativ hohes Gehalt mit sich. Und es ist vor allem eine Arbeit, die einem sehr viel Sinn und Selbstwirksamkeit stiften kann. Das mag alles sogar zumindest zu gewissen Teilen stimmen. Nur ist es eben so, dass gerade vor dem Studium und auch noch in der Vorklinik genau dieses Bild, zumindest war es bei mir damals so, alle Schattenseiten überstrahlt und man quasi blind dadurch wird. Ja, diese Metapher habe ich mir gerade selber ausgedacht. Beziehungsweise bei mir hatte ich sogar das Gefühl, dass ich fast schon immun geworden bin gegenüber Kritik am Studium oder gegenüber eigenen Zweifelgefühlen auch am Studium. Und dass sie einfach sehr weit in meinen Hinterkopf verschoben wurden. Wenn man mir früher gesagt hat oder ich das auch vielleicht irgendwo gelesen habe, boah, Ärzte arbeiten super viel, machen super viele Überstunden, dann habe ich mir tatsächlich gedacht in dem Moment, das mag ja sein, aber für mich wird das kein Problem sein, weil das Ganze ist ja Berufung und nicht Beruf. Und da sind wir eigentlich auch schon bei einem der zentralsten Probleme. Ich muss sagen, ich kann diesen Spruch von wegen Arzt sein ist Berufung und nicht Beruf nicht mehr hören. Ich finde, das ist so dermaßen veraltet und muss aus den Köpfen gestrichen werden, weil das, finde ich, einfach die Foundation bildet für so viel, was schiefläuft in unserem System. Sei es Arbeitsbedingungen, sei es Gehalt, sei es eigene innere Einstellung, sei es Mental Health. Da könnte ich wirklich ein ganz eigenes Video zu machen. Ja, und surprise, surprise, ein paar Jahre später habe ich gemerkt, dass es sehr wohl auch ein Problem für mich ist. Und zwar ein gewaltiges, weil der Arztberuf für mich eben nicht die Berufung ist, sondern eben ein Beruf. Und so passiert es dann eben, dass nach einer gewissen Zeit, beziehungsweise nach gewissen Erfahrungen und vor allem nach einem langen inneren Prozess, diese rosarote Brille immer mehr Farbe abblättert und irgendwann, ich sag mal, in sich zusammenfällt. Und dieses Phänomen geht oft Hand in Hand mit dem Physikum, beziehungsweise mit der Zeit danach. Erstmal nochmal kurz zur Erklärung, was ist das Physikum überhaupt? Im Medizinstudium gibt es 3 Staatsexamina und das erste Examen davon ist das sogenannte Physikum. Das ist eine große, große Prüfung, die aus einem schriftlichen Part besteht, an dem man an 2 Tagen, ich glaube um die 360 Fragen beantwortet in den Fächern Anatomie, Biochemie, Physiologie, Chemie, Physik, Biologie und Psychologie und Soziologie. Und dann gibt es noch einen mündlichen Part. Das ist eine ungefähr, ich glaube, 3-stündige mündliche Prüfung, in der man dann in den 3 Hauptfächern Anatomie, Biochemie und Physiologie geprüft wird. Diejenigen von euch, die damals schon meine Vlogs verfolgt haben, wissen, was für eine krasse Strapaze dieses Physikum ist. Ich muss wirklich sagen, ich kenne keine einzige Person, die nicht extrem gelitten hat während dieser Zeit. Einfach weil so ein massiver Druck auf einem lastet und man so immens viele Informationen innerhalb einer relativ kurzen Zeit lernen muss. Man sagt tatsächlich unter den Medis auch, dass das Physikum das schlimmste Staatsexamen ist und dass danach die Staatsexamina einem deutlich leichter fallen. Es ist tatsächlich auch nicht super selten, dass Leute auch mal durchfallen im Physikum. Die Durchfallquote in den anderen beiden Staatsexamina ist verschwindend gering im Vergleich zum Physikum. Und ohne das Physikum kann man nicht in den sogenannten klinischen Abschnitt fortschreiten, welcher dann an die Vorklinik anknüpft. Das heißt, es gibt nicht nur diesen klassischen Prüfungsdruck, sondern auch noch irgendwo einen sozialen Druck, weil man natürlich mit seinen Freunden, mit seiner Klinikgruppe weiter studieren möchte und nicht in dieses halbjährige Loch reinfallen will, was dann unweigerlich folgt, wenn man durchs Physikum fällt, weil man dann das Physikum erst im Semester darauf nachholen darf. Wenn man diese Strapazen dann aber überstanden hat, kommt man in die Klinik. Und bei mir war es dann so, dass meine Hoffnungen und Erwartungen, die ich in der Vorklinik an die Klinik hatte, ja, ziemlich
geclasht sind mit der Realität in der Klinik. Zum einen hatte ich, wie gesagt, gerade mein Physikum hinter mir. Ich glaube, ich hatte zwischen Physikum und dem Start der Klinik auch nur eine Woche Zeit, was natürlich viel zu wenig Zeit ist, um wirklich zu regenerieren. Das heißt, ich war einfach unglaublich ausgebrannt und das hat sich für mich auch über das ganze fünfte Semester, also das erste klinische Semester, hindurchgezogen und bin da auch das ganze Semester über eigentlich nicht wirklich rausgekommen, muss ich ehrlich sagen. Die andere Sache ist natürlich auch, dass man dann im klinischen Abschnitt auch einfach eine deutlich realitätsnähere Erfahrung macht, während die Vorklinik ja schon sehr auf Theorie basiert und nicht wirklich super viel mit dem späteren Arztberuf zu tun hat. Das ist in der Klinik ja so, dass man dann erste klinische Erfahrungen macht, zum Beispiel in Form von Formulaturen oder Blockpraktika. Und damit einher gehen natürlich auch erste Erfahrungen mit unserem System. Und nicht allzu lange darauf folgt dann bei vielen Leuten eben auch die Realisation, dass das alles eigentlich gar nicht so rosig ist, wie wir uns das vielleicht in der Vorklinik vorgestellt oder auch eingeredet haben. Und diese Ausgebranntheit auf der einen Seite plus besagte Realisation auf der anderen Seite können einen schon sehr, sehr stark runterziehen. Und ich muss sagen, dass ich da auch das allererste Mal gezweifelt habe an dem Studium und an meiner Studiumswahl und an meiner Zukunft in diesem Fach. Und ich kann euch an der Stelle nur sagen, für diejenigen von euch, die das gerade erleben, es ist total normal, dass man das erlebt. Ich muss ehrlich sein, ich kenne niemanden, der oder die nicht diese Erfahrung gemacht hat. Manche Leute kommen dann da in den darauffolgenden Semestern ganz gut raus. Bei anderen Leuten, wie zum Beispiel auch bei mir, ist es eher, ich sag mal, fluktuierend. Also ich habe mal bessere, mal schlechtere Zeiten. Ja, und dann gibt es natürlich auch ein paar Leute, die dann tatsächlich realisiert haben, dass das nicht das ist, was sie sich für sich und ihre Zukunft wünschen. Und auch das ist total okay. Auch wenn ich weiß, dass ein Studiumsabbruch, vor allem in, ich sag mal, renommierten Fächern wie zum Beispiel Medizin, sehr, sehr schwer sein kann. Ich kann euch sagen, ich kenne eine Person, die tatsächlich dann zu Beginn der Klinik im Medizinstudium abgebrochen hat. Und ich kenne noch ein paar weitere Leute, die das schon mal sehr, sehr stark überlegt haben und sich dann eben auf Freisemester genommen haben, um das rauszufinden. Und ich glaube, das muss einfach mehr thematisiert und ausgesprochen werden, weswegen ich jetzt auch hier meine Plattform dafür nutzen möchte, euch zu ermutigen, wenn ihr diese Gefühle habt, verdrängt sie nicht, sondern nutzt es zur Reflexion und um ernsthaft darüber nachzudenken, ob das der richtige Weg ist für euch. Weil ganz ehrlich, ich würde euch nicht blamen, wenn ihr sagt, es ist nicht der richtige Weg. Ich muss sagen, ich habe in der Zeit oft gedacht, wozu mache ich das hier eigentlich alles? Ich bin jahrelang in der Mühle des Studiums und danach wird es nicht unbedingt besser, weil wir alle wissen, dass die Arbeitsbedingungen in der Klinik nicht gerade die besten sind, um es mal ganz milder auszudrücken. Das heißt, ich habe mich irgendwie in so einer endlosen Mühle, fast schon in so einem Tunnel gefühlt, aus dem es kein Entkommen mehr wirklich gibt. Weil nach der Mühle des Studiums folgt die Mühle der Arbeit. Und bis man dann mal fertig ist mit seinem Facharzt und sich vielleicht auch mal niederlassen kann und selbstständig werden kann, dauert es ja locker noch 10, 12 Jahre. Mein Physikumstief ist damals dann deutlich besser geworden nach den Semesterferien, in denen ich dann auch mal ein bisschen länger frei hatte. Und im sechsten Semester habe ich dann auch langsam wieder irgendwie so einen Weg zurück zur Medizin gefunden. Ich konnte mich wieder erfreuen an den Inhalten, die wir gelernt haben. Ich konnte mich wieder wirklich dafür aufraffen und interessieren. Ja, und hatte auch wirklich wieder deutlich mehr Spaß daran. Das hat dann über das siebte Semester angehalten. Im achten Semester hatte ich dann leider wieder eher eine Tiefphase. Das habe ich auch in meinen Blogs ja immer mal wieder angesprochen. Ich persönlich versuche momentan damit so zu dealen, dass ich diese Tiefphasen nutze, um vielleicht eine gewisse Gedankenumstrukturierung zu betreiben, beziehungsweise ja, um einfach vielleicht auch flexibel zu bleiben, was meine Zukunftsplanung angeht, um nochmal über den Tellerrand hinaus zu blicken, um einfach zu schauen, was gibt es für mich da draußen? Wo ist mein Platz in diesem Universum? Und was möchte ich überhaupt von meiner Zukunft, von meinem Beruf, von meinem Leben? Deswegen so schwer solche Phasen sind und so sehr ihr auch einfach mal traurig und verzweifelt darüber sein dürft, vergesst nicht, den Blick nach vorne zu richten, beziehungsweise den Blick vielleicht auch mal nach rechts und links zu richten, weil der lineare Weg nach vorne ist vielleicht auch einfach nicht das Richtige für euch. Und damit kommen wir zum letzten großen Thema in diesem Video, und zwar Zukunftsangst. Musik
Ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen angeschnitten. Das Thema Zukunftsangst ist für mich aktuell gerade so der größte Struggle im Medizinstudium, weil ich mittlerweile einfach schon einiges an klinischer Erfahrung gesammelt habe und auch jetzt in meinem Freisemester noch einige sammeln werde. Und ich einfach mir eingestehen musste, dass wenn es so im Gesundheitssystem weiterläuft, wie es gerade eben tut, ich mir nur sehr, sehr schwer eine Zukunft vorstellen kann in diesem System, in diesem klinischen Bereich. Und vor allem mache ich mir auch gerade sehr, sehr viele Gedanken bezüglich meiner Facharztwahl, weil es ja durchaus gewisse Diskrepanzen gibt zwischen den einzelnen Fachärzten. Es gibt eben Fachrichtungen, in denen im Schnitt bessere Arbeitsbedingungen vorherrschen als in anderen. Und da stellt sich mir momentan so ein bisschen die Frage, ob ich nicht vielleicht glücklicher wäre in einer Fachrichtung, die ich vielleicht initial nicht so auf dem Schirm hatte oder für die ich mich initial zumindest nicht so sehr interessiert habe wie für andere, aber die mir einfach eine gewisse Work-Life-Balance ermöglichen wird, sodass ich einfach im Gesamten eine bessere Erfahrung habe und ein besseres Leben habe. Da ist natürlich noch überhaupt nichts in trockenen Tüchern. Das wird für mich auch so ein bisschen jetzt meine Challenge sein im kommenden Freisemester, um genau das eben rauszufinden. Die andere Sache ist auch, dass ich das Gefühl habe, dass viel zu wenig darüber gesprochen wird, was man eigentlich alles mit einem abgeschlossenen Medizinstudium anfangen kann, außerhalb der Klinik, also mal ganz weg vom Arztberuf. Ich finde, das Medizinstudium ist fast schon mehr wie so eine Art super lange Ausbildung, eben weil wir in diesem Studium eigentlich nur auf diesen einen Beruf, also das Arztsein, vorbereitet werden. Das ist auch eine Sache, die das Medizinstudium von vielen anderen Studiengängen unterscheidet. Weil in anderen Studiengängen ist es ja so, man studiert etwas und danach hat man eigentlich eine relativ große Bandbreite an Jobs, die man potenziell damit machen könnte. Und ich glaube, das vergessen viele Leute, dass das in der Medizin durchaus auch möglich ist, nur dass es uns einfach nie wirklich gesagt wird oder dass es uns nie kommuniziert wird, dass das auch in Ordnung ist und dass das durchaus eine ernstzunehmende Option ist. Im Gegenteil, ich habe sogar oft das Gefühl, dass das eher ein schambehaftetes Thema ist. Ich bin momentan tatsächlich auch dabei, mich da ein bisschen mehr einzulesen und zu bilden, was genau diese anderen Möglichkeiten angeht. Und ohne da jetzt zu tief drauf einzugehen, weil ich bin, was das angeht, auch noch absolut kein Profi, habe ich mir gedacht, stelle ich euch einfach mal ein paar Bereiche vor, in die man gehen kann, außerhalb der Klinik. Einfach weil ich mitbekommen habe, dass ganz viele Medis da draußen eben auch genau diese Zukunftsängste haben und vielleicht sogar am Überlegen sind, das Studium abzubrechen, einfach weil sie sich nicht in der Klinik sehen. Es gibt auch noch andere Bereiche. Und nur weil ihr sagt, ich möchte nicht diese Arbeit in der Klinik machen, heißt das eigentlich gar nicht unbedingt, dass das Studium das Falsche ist für euch oder dass das Fach das Falsche ist für euch. Deswegen hier ein paar andere Bereiche, in die ihr gehen könnt. Zum einen könnt ihr in die Wirtschaft gehen, zum Beispiel als medizinische Unternehmensberater. Es gibt tatsächlich deutlich mehr Unternehmen, als man so meinen könnte, die medizinische Unternehmensberater haben. Dann kann man das machen, was ich hier mache, und zwar Medien. Damit meine ich natürlich jetzt nicht, dass ihr alle YouTuber werden müsst, sondern dass ihr vielleicht in den Bereich Medizinjournalismus gehen könnt. Sowohl im Print-Bereich als auch im Online-Bereich, als auch im Film oder Fernsehen gibt es Menschen, die als Medizinjournalisten arbeiten. Was Journalismus angeht, da habe ich ja jetzt auch ein bisschen was an Erfahrung gesammelt durch meinen Job bei Der Fall. Und da habe ich eben mitbekommen, dass die allermeisten Journalisten heutzutage leider nicht mehr festangestellt werden, sondern als Freiberufler arbeiten. Ich weiß nicht genau, ob das auch auf Medizinjournalisten zutrifft. Wie gesagt, ich muss da selber auch nochmal deutlich mehr an Recherche betreiben. Das sei nur hier einmal kurz in den Raum geworfen, dass man sich diesbezüglich auf jeden Fall informieren sollte, wenn man in diese Richtung gehen möchte. Und eine dritte Möglichkeit ist dann natürlich auch noch in die Pharmaindustrie zu gehen oder aber für eine Krankenkasse zu arbeiten. All diese Bereiche haben natürlich irgendwo ihre Verwurzelung in der Medizin, aber eben oftmals deutlich bessere Arbeitsbedingungen, sprich 9-to-5-Jobs, Homeoffice-Möglichkeiten. Und das sind natürlich sehr, sehr attraktive Dinge, die einem der klassische Arztberuf bisher nicht wirklich bieten kann. So Leute, das war Akt 1 an Dingen, die ich gerne vor dem Medizinstudium gewusst hätte. Wie gesagt, wahrscheinlich kann diese Reihe erst in ein paar Jahren wirklich vervollständigt werden. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr alle so lange dabei bleiben werdet, weil ich da wirklich noch einiges geplant habe und auch noch mal mehr im Detail auf bestimmte Punkte eingehen möchte. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr Verständnis dafür habt, dass ich das jetzt gerade noch nicht alles spillen kann, so wie ich das vielleicht gerne würde. Es wird auf jeden Fall geschehen, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich einfach gerne
meine Reichweite für etwas Positives nutzen möchte und ich einfach nicht bereit bin, diese ganzen Dinge, die da schief laufen und die oftmals unter den Teppich gekehrt und totgeschwiegen werden, stumm mit anzusehen. Je mehr darüber gesprochen wird, je mehr darüber diskutiert wird, je mehr ihr auch für euch einsteht und für eure Interessen, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass wir eine Veränderung erreichen können. Und ich weiß, dass auch oftmals strukturelle Probleme mit reinspielen, die wir vielleicht auch gar nicht direkt verändern können. Aber ich kann euch immer nur wieder motivieren, steht für euch ein, behaltet einen kritischen Blick, hinterfragt gewisse Strukturen. Deswegen teilt dieses Video auf jeden Fall mit allen Leuten, die das irgendwie betrifft oder die vielleicht da auch ein bisschen was an Gedanken-Input gebrauchen könnten. Lasst uns gerne austauschen unten in den Kommentaren. Berichtet mir gerne von euren Erfahrungen im Studium oder was euch da auf der Seele brennt, was euch Bauchschmerzen bereitet. Denn nur so und vor allem mit vereinter Kraft können wir unsere Interessen letztendlich dann eben auch vertreten. Ich danke euch wirklich ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr das Video hier angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten bleibt alle gesund und munter und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!